In diesem Video machen wir schöne Schlüsselanhänger. Wir brauchen ein Stück Stoff, dann ein bisschen Fließstoff, um es alles zu füttern. Dann brauchen wir die Klemmschließen, wie heißen die? Klemmschließanhänger mit Schlüsselring. Und zwar habe ich hier 25 mm Breite benutzt. Das heißt, wir müssen den Stoff auf 7 x 30 cm schneiden. Du kannst es natürlich auch kleiner machen, muss nicht unbedingt 30 cm lang sein. Und dann schneide ich auch noch ein Stück Vlies auf 7 x 30 cm. Und dann benutze ich noch ein schönes Farbmixband, weil Farbmix-Webbänder machen alles schöner. Und das werde ich jetzt hier oben auf den Stoff feststecken und dann annähen. Ich habe jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren meinen Schlüsselanhänger benutzt. Den habe ich auch so genäht wie diesen hier. Damals noch mit Wollfilz. Wollfilz geht auch oder Filz generell funktioniert, aber heute wollte ich es mal mit Stoff ausprobieren. Jetzt nähen wir unser Webband hier schön an. Und wenn das fertig ist, dann lege ich jetzt unser Stück Stoff auf den Fließstoff. Wir brauchen ein bisschen Futter, damit das in der Klemmschließe schön eingeklemmt ist. Wenn wir nur Stoff benutzen würden, ohne den Filzstoff noch oder den Fließstoff, dann würde es zu dünn sein und nicht richtig halten. Und jetzt hefte ich es einfach hier kurz an mit ein paar groben Stichen, damit die beiden Lagen nicht verrutschen, wenn wir es nachher zusammennähen. Und dann falten wir das in der Mitte und stecken das schön fest mit unseren Wonder Clips hier. Und dann nähen wir es mit einer 1 cm Nahtzugabe zusammen. Jetzt wenden wir den Stoff mit unserem Wendeset. Das ist ein bisschen fiddelig hier, weil das so viele Stofflagen sind auf einmal. Aber wir schaffen das. Und dann ziehe ich noch die Enden raus. Sehen wir unser kleines Rotkäppchen hier mit dem Wolf auf dem Webband. So süß. Und dann bügele ich das schön, damit es ein bisschen flacher ist. Von der anderen Seite, damit das Webband nicht beschädigt wird. Wunderbar. Und dann können wir jetzt noch die Enden abschneiden, damit das alles besser in die Klemmschließe reinpasst. Dann gucken wir mal, ob es auch passt. Jetzt falten wir es noch zusammen, stecken die Klemmschließe oben drauf oder stecken den Stoff in die Klemmschließe rein. Und dann benutze ich ein umgefaltetes Stück Fließstoff, um die Klemmschließe zu schützen, damit die Zange das schöne Silber, funkelnde Silber der Klemmschließe nicht beschädigt, und dann fest zudrücken, damit es auch gut hält. Ich drücke einmal von oben und dann von beiden Seiten noch, damit es schön zusammenhält. Und dann habe ich endlich einen neuen Schlüsselanhänger, da freue ich mich sehr. Ich konnte mich dann auch nicht zusammenreißen und musste dann ein paar mehr noch nähen. Und man kann das natürlich in den verschiedensten Variationen machen, kürzere, längere oder auch ohne Webband, sieht ja auch ganz schick aus. Ich nehme mir natürlich hier lila mit Pink und Glitzer und so allem für meinen Schlüssel. Lass mich doch wissen, welchen Stoff und mit oder ohne Webband du es machen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nähen mit mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn du magst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meine Schnittmuster kaufen auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!